Aber es kann auch sein, Frau Gero, dass ich, obwohl ich geimpft bin, dann von einer Mutante angesteckt werde im Kino oder obwohl ich geimpft bin, nicht ausreichend immun bin und einen Impfdurchbruch erleide. All das wissen wir ja auch nicht. Das wissen wir auch nicht. Also das es ist nicht so, dass aber, ich, ja, dass das es wissen nur wir meinen auch nicht. Aber ja, bin ich total dabei. Sie wissen aber auch nicht, ob Ihnen morgen ein Ziegelstein auf den Kopf fällt oder ob jemand Sie überfährt. Das wissen Sie nämlich auch nicht. Das heißt, bei aller Liebe, aber Demokratie ist keine Vollkaskoversicherung. Das heißt, das Recht darauf, dass Ihnen nichts passiert, das haben Sie nicht. Das haben Sie einfach nicht. Und, schon, aber ich habe das Recht darauf, dass in der Innenstadt jemand nicht schneller als 50 Stundenkilometer fährt, weil es als riskant wahrgenommen wird, wenn jemand zu schnell ist. Nein, das haben Sie nicht. Sie haben kein Recht darauf, dass jemand nicht 50 ist. Das, was Sie haben, ist, dass wenn jemand mehr als 50 Stundenkilometer fährt und Sie dabei überfährt, dann haben Sie ein Recht darauf, dass diese Person bestraft wird. Ja, das Nein, das ist, glaube ich, ein Grund, eine möglicherweise ein Grunddivergenz hier. Ich habe es auch gelesen, dass Sie das vertreten. Das würde, glaube ich, kein Öffentlichrechtler heute, der ich nicht bin, heute noch so vertreten, dass Grundrechte nur staatliche Abwehrrechte wären. Das ist nicht so. Grundrechte implizieren auch, dass es einen Anspruch des Einzelnen gibt, vor dem Grundrechtseingriff durch Private geschützt zu werden. Ich habe selbstverständlich auch ein Recht gegenüber dem Staat, dass der Staat dafür sorgt, dass ich nicht vom Nachbarn erschossen werde. So. Und ich habe also selbstverständlich auch ein Recht darauf, dass der Staat dafür sorgt, dass ich nicht mit einer übertragbaren Krankheit infiziert werde, wenn das Risiko gesellschaftlich verhandelt ausreichend hoch ist. So, und an dieser Stelle diskutieren wir, genau an dieser Stelle, ja. Zumindest möchte ich nochmal wiederholen dürfen, was ich eben gesagt habe. Mhm. Sie haben kein Recht darauf, ja. Natürlich einigen wir uns als Gesellschaft darauf, dass wir eine funktionierende Gesellschaft sind, an denen wir Normen haben und sich alle an diese Normen halten. Und deswegen setzt der Staat Normen. Wir verhandeln die, dann kommen die durchs Parlament, dann werden die verhandelt. Und dann sagen wir 50 Kilometer auf der Straße, 120 auf der Autobahn. Wenn jemand Salmonellen hat, wird er aus dem Verkehr gezogen. Wenn Kinder Flöhe haben, werden die auch aus dem Verkehr gezogen. Bin ich überall dabei. Ja? Die Frage ist, wie weit setzen wir den individuellen Anspruch, dass der Staat mich vor potenziellen Risiken schützen muss, wie weit setzen wir über dieses Argument eine unmittelbare Kontrollfunktion des Staates durch? Das ist das, was wir verhandeln. Bisher, und ich wiederhole das nochmal, haben Sie zwar einen gedanklichen Anspruch darauf, dass wenn wir sagen, 50 Kilometer fahren wir in den Städten, dass sich jeder daran hält. Aber haben Sie ein Recht darauf, dass das sozusagen, wenn jemand Amok läuft oder betrunken ist, dass das jeder tut, ist halt die Frage. Das Recht, das Sie haben, ist, wenn es jemand tut und Ihnen was passiert, wird das geahndet. Ja? Nein, Frau Gero, und wir sind dabei, und ich glaube, es ist ein ganz zentraler Punkt, dass wir tatsächlich im Moment, auch wenn wir hier von Schirach diese Grundrechte, die er vorgeschlagen hat, dass wir tatsächlich in einem fundamentalen Momentum sind, wo wir einerseits gesellschaftliche Beziehungen verrechtlichen, in jeder Hinsicht, ja, übrigens in allen möglichen, hier, Katharina Pistor, The Code of Capital, dass sie kein DAX-Vorstand mehr sind und irgendwas unterschreiben, ohne eine ganze Legion von Anwälten dabei zu haben. Also wir verrechtlichen zunehmend unsere gesamten gesellschaftlichen Beziehungen. Das ist das eine, ja. Und ich gebe Ihnen recht, wir sind dabei, Rechtsordnung zu entwickeln mit immer mehr individuellen Anspruchsklagen, also auch mit Blick auf saubere Luft. Ja, ich habe ein Recht darauf, saubere Luft zu haben. Und wenn der Staat Österreich nicht genug Umweltschutz macht und mir dadurch Lebensjahre entzogen werden, dann kann ich den Staat Österreich verklagen. Das heißt, das Einzige, was ich beobachten möchte, ohne apodiktisch zu sein, ist, dass wir offensichtlich als Zeitgenossenschaft nicht nur dieses in dubio pro reo Prinzip gerade etwas abschleifen, weil wir auf hypothetische Gefahren zunehmend abstellen. Hypothetisch könnte der Nachbar dies und das tun und der Staat muss mich davor schützen. Das heißt, wir geben über hypothetische Sachverhalte dem Staat immer mehr Zugriffsrechte und Schutzverpflichtungen. Ja, das können wir machen. Sie haben zu Recht gesagt, es scheint im Moment der Zahn der Zeit zu sein und es wird parlamentarisch sehr durchgewinkt. Ja, trotzdem kann ich ja sagen, dass ich das für problematisch halte. Ja. Weil Sie können natürlich nicht wegargumentieren, dass wenn Sie diese Kompetenz dem Staat geben, nämlich dass der Staat Sie vor möglichst vielen hypothetischen Risiken schützen soll, also dass der Nachbar keine Knarre hat, mit der er Sie erschießt oder das Kind vom Nachbarn keine Flöhe hat, die auf Ihre Kinder gehen und so weiter, dann muss der Staat notwendigerweise immer mehr in Ihre private Sphäre eindringen. Und die Frage ist,
genau das klassische Verhältnis, was wir seit einem Jahr Corona diskutieren, Sicherheit versus Freiheit. Es ist nun mal einfach kommunizierer Röhren. Wenn wir immer mehr Sicherheit haben, vor allen Dingen vor Kommunizieren, vor hypothetischen Risiken, dann wird das Freiheitslevel notwendigerweise durch die Schutzfunktion des Staates, er muss ja dann kontrollieren, sonst kann er ja seine Schutzfunktion nicht gerecht werden, muss das Freiheitslevel abgesenkt werden. Jetzt können wir uns darauf einigen, wir wollen das, ja, aber ich möchte zumindest noch sagen dürfen, ich persönlich möchte das nicht oder jedenfalls nicht einfach so und einfach so schnell. Ich hatte eben bei Corona schon versucht zu beschreiben, dass wir zumindest eine Verschiebung der Diskussion haben, dass wir angefangen haben mit vulnerable Gruppenschützen und jetzt schon längst woanders sind, beim Impfpass, bei Kinderimpfen und so weiter. Und dass wir natürlich darüber gesellschaftliche Konformitätsdrücke machen. Aber ich will nochmal zurück zu diesen individuellen Anspruchsrechten. Ja? Früher waren Grundrechte zumindest immer Gleichheits- und Freiheitsrechte. Das waren klassische Grundrechte. Wir können uns jetzt als Gesellschaft darauf einigen, dass wir individuelle Klagerechte haben möchten. Das tun wir ja gerade. Ja? Wir tun das gerade in großem Umfang. Nur deswegen ist ja zum Beispiel dieser Vorschlag von Herrn von Schirach, diese 6 europäischen Grundrechte, Recht auf Wahrheit, was auch immer, zu verankern. Deswegen hat das ja so eine Blase machen können, ja? Weil jeder möchte ja davor geschützt werden, dass lange Rohre wegschmilzt oder dass die Luft schlecht wird und so weiter. Lieferkettengesetze, das sind alles solche Prozesse, wo wir jetzt irgendwie realisieren, dass sozusagen unsere eigene Freiheit Externalisierungseffekte in der Gesellschaft hat und keiner möchte diese Externalisierungseffekte. Die Frage, die ich nur stelle, ist, müssen wir uns dann mit den Externalisierungseffekten beschäftigen oder schaffen wir individuelle Klagerechte? Wir könnten ja auch sagen, Lieferkettengesetz, saubere Luft, individuelle Klage, ich habe ein Recht darauf, dass der Staat mich schützt vor Produkten, die mit Hilfe von Kinderarbeit gemacht werden. Ja, das ist ja das Lieferkettengesetz. Dann kann ich ja auch sagen, hey, wir verzichten, wir kaufen halt nicht 6 T-Shirts, sondern nur 1. Also wir gucken auf die sozioökonomischen Bedingtheiten und wir unterminieren diese Bedingtheiten. Wir versuchen das jetzt aber nicht mehr politisch zu lösen, weil wir dann ja einen ehrlichen Diskurs darüber machen müssten, wie wir uns einschränken, was wir alles nicht mehr konsumieren und so weiter. Stattdessen machen wir einen Verrechtlichungsdiskurs. Und das möchte ich nur benennen dürfen als Verschiebung. Ich bin sogar bei Ihnen, dass Sie sozusagen die Mehrheit im Moment mit sich haben. Ja, das kann ich ganz klar sehen, dass die Mehrheit auch der Rechtsprechung in diese Form der individuellen Klage gerade geht. Gut, dann ist das so. Wenn die Mehrheit das möchte, werde ich mich dem fügen. Aber an dieser Stelle, genau in dieser Stunde nochmal den Punkt machen zu dürfen, dass wir offensichtlich Sachen, die wir politisch nicht mehr verhandeln können, in die Verrechtlichung schicken und dann über Verrechtlichungsprozesse, Kontrollprozesse des Staates herauslösen, die definitiv freiheitseinschränkend sind, das möchte ich zumindest benennen. Das tun Sie ja gerade. Ich bin nicht ganz sicher, ob man ob ich diesen Eindruck der Differenzierung zwischen dem politischen und dem rechtlichen Prozess so ziehen würde wie Sie.